Alle freuen sich auf dieses Spiel, freuen sich auf dieses Duell, diese beiden Teams gegeneinander. Also das ist natürlich ein Highlight für jeden Fußballfan. Wir freuen uns auf 1. FC Köln gegen Schalke 04. Hallo und herzlich willkommen hier im Rhein-Energie-Stadion. Ich darf Sie zu diesem heutigen Spiel begrüßen. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. 1. FC Köln gegen Schalke 04. Das wird fantastisch. Da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Die Geißböcke sind mittlerweile wieder auf dem besten Wege, ganz vorne mitzumischen im deutschen Fußball. Das ist schon toll, was da in den letzten Jahren geleistet wurde, vom Vorstand wie auch von der Mannschaft. Hoffen wir mal, dass es in der Domstadt so weitergeht. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Alexander Schwolo ist der Torhüter. Marcin Kaminski spielt zusammen mit Maya Yoshida in der Abwehr. Und der einzige Stürmer ist heute Simon Terodde. Anstoß durch die Schalker, Durchgang 1 läuft. Terodde, klasse durchgesetzt. Das macht er gut. Endstation Torhüter, das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten, aber sie sind frei durch. Da müssen sie mehr draus machen. Der 1. FC Köln jetzt mit dem Freistoß. Steffen Tigges. Margut. Da kommt der Schuss. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ecke kommt in die Mitte. Und da muss der auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. In den Strafraum. Erstmal geklärt. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Chance zur Führung. Gehalten. Stark gemacht. Jetzt die Ecke. Sah gefährlich aus, aber Ball kommt ein bisschen zu hoch.
Terodde. Unnötiger Ballverlust. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Da müssen sie aufpassen. Marcin Kaminski. Das macht er sehr gut. Schön durchgesetzt. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss, und der Torwart hält ihn problemlos. Macht er die Führung. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. So kennen wir ihn. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor, ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Riesenchance. Kein Problem, den hat er. Ecke kommt ins Zentrum. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen Sie konsequenter spielen. Gut. So, was machen Sie draus? Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Sagis Adamian. Gehalten. War schon eine richtig gute Aktion. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Da kommt die Ecke. Weiter gefährlich. Der geht daneben. Einwurf Köln. Skiri. Sagis Adamian. Gute Grätsche, er hat den Ball. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ball beim Torhüter. Mohr. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Cedric Brunner. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter.
Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Alex Krall. Schalke jetzt über außen. Da können sie erstmal klären. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Chance jetzt zum Führungstor. So ist es halt manchmal. Da dominierst du das Spiel und dann fängst du dir doch so ein Tor ein. Der Rückstand jetzt. Der Torwart noch dran, aber der Ball geht trotzdem rein. Ah, da ist Pech dabei, der hätte er fast gehabt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Schönes Zuspiel. Das ist abseits, gute Chance, aber der Steilpass kommt am Ende zu spät. Ah, da hat nicht viel gefehlt, das sieht man. Und man sieht auch, wie gefährlich sie in der Offensive sein können, wenn denn das Timing stimmt. Pass wird abgefangen. Mal gut. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Der erste FC Köln hat Anstoß und damit geht es hier weiter mit der zweiten Hälfte. Schöner Einsatz, Ball nicht im Aus, es könnte gefährlich werden hier. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Sie können sich da hinten befreien. Schönes Dribbling hier. Das muss es fast sein. Gehalten, stark gemacht. Jetzt können sie nachlegen. Gibt Ecke. Jetzt die Ecke. Torgefahr sieht anders aus. Das war nichts. Kein guter Kopfball aus der Szene. Müssen sie mehr machen. Gut. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Alex Krall. Mohr. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Und der Ballverlust. Da hat er den Vorteil abgewartet, aber es wird nichts draus. Also doch Freistoß.
Da der Glück, keine gelbe Karte, aber der dürfte jetzt keine Schonfrist mehr bekommen vom Unparteiischen. Flanke, Kopfball, Tor. Das war zu sehen, das war zu ahnen. Da hat von Anfang bis Ende alles gepasst. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Steffen Tigges. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Oh, Ballverlust. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Der Versuch. Schön abgeblockt. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Flanke kommt. Und Tor für den 1. FC Köln. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Rückstand für Schalke. Sie müssen was tun. Weiter geht es hier. Terodde. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Gute Aktion jetzt. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Gefahr bereinigt. Und jetzt Freistoß Schalke. Energischer Vorstoß. Der Ball erstmal abgefangen. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Gut, wie er den Ball abblockt. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Alex Krall.
Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch. Und jetzt diese Chance. Köln bekommt den Elfmeter. Sie wechseln jetzt. Das wäre wohl der Sieg, wenn der reingeht. Der ist drin! Herrlich, wie er den trifft. Nahezu perfekt. Da gibt es kaum was auszusetzen. Ach, da gibt es nichts auszusetzen. Das war ein Kracher. Unhaltbar. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Stark gearbeitet hier. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Sie liegen vorne und er spielt sich trotzdem weiter. Gute Chancen, es hätte fast geklingelt. Wir sehen den Wechsel. Mohr. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Da können sie kontern. Gut. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Schalke jetzt über außen. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Oh, da stören sie schon frühzeitig. Oh, er kann klären. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Er macht zu. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Die Nummer 30. Neu dabei. Die Nummer 8. Danny Latzer. Ecke in die Mitte. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich war es nicht. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Der Sieg ist natürlich Grund zur Freude, aber auch dieses Elfmetertor war wichtig. Das war wieder mal nervenstark.